Moin von der Ebel und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ja, wir haben Familienzuwachs bekommen und da wollen wir euch ein bisschen was drüber erzählen. Wir haben unsere Bonnie heute abgeholt. Sie ist jetzt 9 Wochen alt und zieht bei uns zu Hause ein. Die Fahrt hierher verlief relativ gut. Die ersten 7 Minuten gab es ein bisschen Gefiepe und dann hat sie geschlafen. Hier zu Hause angekommen, ist auch alles super toll gelaufen. Nach nur wirklich kurzer Zeit ist ihr kleines Schwänzchen dann doch wieder nach oben gegangen und sie war völlig entspannt und hat hier alles abgeschnüffelt. Ja, wir haben vor, über Bonnie ein virtuelles Tagebuch zu erstellen und sie zu begleiten, wenn sie ihre Reise antritt oder wie sie ihre Reise bewerkstelligt von einem kleinen Hund zu einem großen kleinen Hund. Wenn ihr Lust habt, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr Bonnie auf ihre Reise begleiten würdet. Ne? Dafür müsstet ihr unseren Kanal abonnieren, kostet ja nichts. Aber vergesst bitte nicht, die Glocke zu drücken, denn sonst bekommt ihr keine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video einstellen. Wir werden in unregelmäßigen Abständen Videos auf YouTube einstellen, weil wir letztendlich uns keinen Zwang auferlegen wollen, jede Woche ein Video machen zu müssen. Und außerdem geht es hier um die Bonnie. Wie sie sich entwickelt, was sie alles gelernt hat und. Aber heute beginnen wir erstmal mit der Fahrt vom Geburtsort nach Hause zu uns und ihrem ersten Tag bei uns zu Hause. Wie gesagt, wenn euch darin liegt, die Bonnie zu begleiten, abonniert uns. Und ansonsten würden wir uns wirklich super freuen über einen Daumen hoch. Heute ist der lang ersehnte Tag. Wir holen unsere Bonnie nach Hause. Wir hören. Tschüss. Ja, Mann, ja. Tschüss. Tschüss. Halt, bitte schnell. Oh, komm. Deine Box, hm? Feine Maus. Ja, fein. So. Ihr solltet euch nicht wundern, aber so spricht man mit einem Baby. Fein machst du das, ja. Ganz fein. So. Ne? Jetzt haben wir auch gar kein Leckerli, weil so sollst du auch gar nicht haben. Ja, fein. Ne? Ja. Ne? Guck mal, da ist dein dicker Teddy und ein dicker Ball. Ja, fein. Jawohl. So, mach schön Platz. So, mach's. Fein. Nun beginnt für Bonnie eine aufregende Reise in ihr neues Leben. Toll, ein neues Zuhause, viele neue Spielsachen, aber hier ist nun alles anders. Es fehlen die Geschwister, völlig andere Gerüche und sie ist neugierig. Ein Service ist das hier. Nichts zu fressen, nichts zu saufen, das gibt's doch gar nicht.
Die Neugierde ist gestillt und zack, da kippt die Stimmung. Warum nur hört mich hier hinten keiner? Keiner kommt und hilft mir. Ich bin so hilflos. So, das habt ihr jetzt davon. Wenn sich hier keiner um mich kümmert, dann beschäftige ich mich selbst. Ich glaube, keiner hat's gemerkt. Da hab ich doch einfach mal vor Frust auf die Decke gepullert. Bonnies Box steht bei uns hinten im Kofferraum. Somit können wir sie nicht sehen und sie kann uns nicht sehen. Aber wir haben uns natürlich was einfallen lassen. Falls es ihr mal wirklich nicht gut gehen sollte, können wir jederzeit anhalten und zu ihr gehen. Unsere kleine Maus hat gequengelt, gequietscht, ist umhergesprungen, aber jetzt endlich ist sie eingeschlafen. Das sind nun die ersten Eindrücke auf Bonnies Reise in ein neues Zuhause. Wenn ihr neugierig geworden seid, wie es mit unserer kleinen Maus weitergeht, dann verpasst kein weiteres Video von ihr. Es wird bestimmt noch einige Videos von Bonnie zu sehen geben. Im nächsten Video werden wir euch zeigen, wie wir Bonnie nach der Geburt das eine und das andere Mal besucht haben, um mitzuerleben, wie sie so langsam heranwächst. Über einen Daumen hoch würde sich Bonnie freuen und auch nicht vergessen, abonnieren und die Glocke drücken.